Okay, Leute, das Spiel hat sich schon zweimal aufgehängt an einer Stelle und deswegen werde ich das nächste Mal an dieser Stelle, an der sich immer aufhängt, abspeichern. Aber erstmal gucken wir, was hier eigentlich los ist. Und ich sage erstmal Hallo Leute zurück und so, bla. Babyhühnchen, nehmen wir mal eins. Ich stehe auf Babyhühnchen. Mart. Oh, ich liebe kleine Hühnerküken. Verfeinert mit scharfer Schweineplazenta. Schweineplazenta, was ist das? Na egal. Anscheinend entfernen sich die anderen aus irgendeinem Grund von uns. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Nicht? Hä? Was? Da habe ich viel. Dummes Zeug, so. Gehen wir mal weiter. Wir wollen nämlich Kuhdünger haben. Kuhkacke haben. Kuhkacke ist so viel wert wie ein Barren Gold. Wenn ich mir das hier alles angucke, habe ich das Gefühl, alles besteht aus Kuhkacke. Widerlicher Ort. Okay. Wir sind hier in einer Fabrik, an einer gewissen Zahnpastafabrik. Ich weiß, der widerlich hier. Sonst schon sagen. Aber es wird noch widerlicher. Wir können jetzt um die Fabrik herumgehen und merken, dass wir da nicht durchkommen. Reinkommen. Deswegen müssen wir durch diesen Kanal. Dieser Kanal ist ebenfalls abgeschlossen, also gehen wir erstmal wieder zurück. Um zu merken, dass irgendwas Dickes sich uns näher kommen will. Es ist einfach nur widerlich, fett, hässlich, riesengroß und es ist, wie ihr sehen könnt, das fetteste lebende Huhn auf der Welt. Mit den kleinsten Flügeln der Welt. Fettes Viech. Also, wir wollen in diesen Kanal reinkommen. Kanal ist zu. Kriegen wir nicht auf. Eine riesige Hühnerbombe steht vor uns. Und was könnte passieren, wenn wir die anquatschen? Oh, ich liebe kleine Hühnerküken. Verfeinert mit scharfer Schweineplazenta. Jetzt würde ich die Beine in die Hand nehmen, Georges. Oh Gott. Es ist hässlich. Es ist so hässlich. Oh Mann. Ich hoffe nur, dass es nicht noch mehr von diesen Viechern gibt. Es wäre das Ende der Welt, wenn das jemand wie Georges von so einer Herde von solchen Viechern aussprechen würde. Egal, an dieser Stelle kurz mal speichern. Nur auf den Sümpfen. Und ich hoffe, diesmal stürzt es nicht ab. So, gehen wir mal rein. Denn jetzt, wo wir reinkommen wollen, kommt dieses seltsame Lebewesen wieder zum Vorschein. Und spuckt Candy aus. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, warum es Candy ist. Candy, meinst du, das ist der Zeitpunkt, um Faxen zu machen? Ich habe keine Ahnung, warum es erst Candy in den Mund genommen hat, um es dann später wieder auszuspucken. Irgendwie. Vielleicht muss man dafür auch wieder die Serie kriegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt hier wieder weiter. In diesem widerlichen. Wenn ich diese Geräusche höre. Ich glaube nicht, dass wir durch Schlamm gehen. Candy, ladies first. Oh, George, du bist ja so ein Gentleman. Sag mal, Candy. Oh, George, du bist ja so ein Gentleman. Und es hat sich wieder aufgehängt, genau an der gleichen Stelle. Okay, es hat sich da wieder aufgehängt. Ihr habt es jetzt gesehen, glaube ich. Wir gehen da rein, wir müssen die Szene überspringen. Ich kann euch währenddessen sagen, was da passiert. Passieren würde in der Szene. Es würde nämlich so sein, George würde sagen, ja, geh nach vorne, Ladies first, bla bla. Oh, du bist ein Gentleman. Und dann würde er irgendwas von ihren Hintern schwafeln, seinen Hintern. Und würde ihn begrapschen und daraufhin würde Kenny eine Backpfeife geben und mehr würde dann nicht passieren. So, wir springen die Zähne. Ich hoffe, es geht auch. So, überspringen Sie, bitte. Danke. So. Boah, geschafft. Keine Ahnung, warum sich die da aufhängt. Egal. Oh, zwei neue Wege.
Könnt ihr euch denken, was jetzt passiert? Wir teilen uns auf. Ich gehe nach links und du hältst dich rechts. Ich bin die, die nach links geht. Das ist natürlich ein Argument, gegen das ich nicht ankomme. Okay. Oh, ich liebe John Risto, verdammt nochmal, ich liebe ihn so. Pass mal auf, du kleine Ratte. So, okay, wir spielen Candy. Oh ja, die süße kleine Candy. Der süße kleine Candy. Okay. Sieht es etwas angsteinflößend? Hä? Es riecht nach Mist. Es ist Mist. Das gibt's doch nicht. Überall ist Mist. Ganz genau, alles ist Kuhkacke hier. Alles, wirklich, alles ist Kuhkacke. Oh, das ist eine Tür. Gucken wir mal rein, Leute. Scheint keiner zu öffnen, oder? Na, gehen wir mal weiter. Wo sind wir hier? Ein Gehirn. Git. Was machen? Was sollen diese Ketten hier, verdammt? Das ist hier doch kein. Ach. Kranker Ort. Auf dem Boden. Scheint, als könnten wir hier nichts mehr machen. Gehen wir nochmal zur Tür. So viel Dreck, man kann nichts aufheben. So, öffnen wir die Tür einfach. Candy. Das ist eine Art Liebesnest. Wer mag denn hier wohl wohnen? Ich glaube, das kann ich beantworten. Oh, mein ein kleines Luder. Gott. Ich bin Nelson. Und wie heißt du? Gefällt es dir hier? Das ist meine Junggesellenschaukel. Oh, mein Gott. Das da drüben ist mein Bett. Und du, mein Schätzchen, wirst dich nun darauf legen und da neben dem Bett siehst du eine Videokamera, mit der werde ich dich filmen, wie du Gymnastik machst. Deswegen ist das Spiel eigentlich nichts für kleine Kinder. Legen und da. Okay, wechseln wir zu Georges. Georges hatte es auf jeden Fall nicht so schlimm. Okay. Oh mein Gott. Der arme Candy. Oder die arme Candy, ich weiß auch nicht, wie ich sie nennen soll. Ich sag sie? Ach, ich nenne sie einfach sie. Oh, ein Reifen. Haben wir jetzt einen Reifen? Nein, haben wir nicht. Georges hat ihn einfach aufgegessen. Die Platte? Warum tut das Georges? Wir haben es nicht aufgenommen in unser Inventar oder so. Georges hat es einfach gefressen. Okay. Aktivieren den Hebel. Okay. Diese Webseite www.nakedcandy.com wird mich sehr reich machen. Nope. Ich nicht. Obwohl, man weiß ja nie, es gibt sehr viele kranke Leute im Internet. Sehr viele Leute, die krank sind und sich Videos angucken, in denen sowas gezeigt wird. Genau, ne? Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich gerade, was zum Henker geht hier vor sich ab? So viel Kuh-Ärsche, so viel Kuh-Kacke. Oh mein Gott. So ähnlich habe ich mich auch auf meinem Praktikum als Tierarzt gefühlt. Okay, gucken wir uns mal erstmal um. Ich habe nämlich erstmal. Hier kenne ich mich allerdings nicht so gut aus wie im Haus. Da hier alles irgendwie etwas komplizierter aufgebaut ist, wie man sieht. Nach oben gehen, zum nächsten Raum gehen. Ich muss auch sagen, das hier ist ein wesentlich gefährlicher Ort. Okay, an diesen Dingen sollten wir nicht versuchen vorbeizukommen. Wirklich nicht. Es ist zu fucking gefährlich. Es ist zu fucking gefährlich. Eine Bohle. Gut. Wir müssen durch diese Tür.
Vielleicht. Wir wissen es nicht, wir wollen da nur lang. Ich lasse es lieber. Ist mir alles gerade ein bisschen zu gefährlich. Gut, nächstes Mal stehen uns eine handvoller Wege frei offen und wir schauen uns mal in diesen kranken Ort um und hoffen, dass es Kenny bald wieder besser geht. Oh Mann, arme Kenny. Gut, das war's fürs Erste. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen.